Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich muss jetzt dieses Video nochmal anfangen, weil gerade meine Stimme weggesackt ist. Irgendwie kriege ich eine Erkältung, das habe ich nicht bestellt, das ist nicht cool. Ich komme jetzt dazu, kling kling, ich darf verlosen, schon wieder, es ist wie Weihnachten, total schön. Ich habe heute die große Ehre, Ulrikes Journal zu verlosen, und zwar zu dem dreijährigen Jubiläum. One More Vintage Design, Jessie macht seit 3 Jahren cooles Digitalpapier. Das haben wir verbastelt in diverse Sachen, die wir hier auf unseren Kanälen verlosen. Da die liebe Ulrike noch keinen YouTube-Kanal hat, was sich hoffentlich sehr bald ändert, Ulrike, ich weiß, dass du das jetzt hier siehst, was sich sehr hoffentlich bald ändert, noch hat sie keinen. Jetzt darf ich es machen. Und ich darf dieses Schätzchen hier verlosen. Das heißt aber auch, ich muss es abgeben, ich muss es wegschicken. Und das sieht nicht nur cool aus, das riecht auch echt noch schön. Ich weiß nicht, Ulrike hat irgendwie eine Handcreme oder irgendwas, die Sachen sind echt schön. Schön, angenehm, duftend, super cool. Sie hat überall genäht und das ist echt der Kracher. Also seit Ulrike mit ihrer Nähmaschine warm geworden ist, ja, soll unser Schaden nicht sein, ne? Wobei mein Schaden ist es, ich muss das Journal wieder abgeben. Und zwar an denjenigen oder diejenige, die jetzt hier heute gewinnt. Und dann schicke ich es auf die Reise. Wie, sage ich euch später. Den Blick ins Journal habt ihr beim Flipshoch schon gesehen. Es haben einige Leute mitgemacht. 6 Leute entsprechen hier den Kriterien zum Mitmachen. Liebe Elke, Emanuel, 62, 68, du hast gestern schon mein Kräuterhexen-Journal gewonnen, deswegen bist du jetzt heute außer Konkurrenz hier. Dementsprechend, 6 Kommentare sind im Lostopf gelandet. So, jetzt lege ich das Ding mal zur Seite und jetzt wird's ernst. Ich durfte ja gestern schon verlosen, das ist echt wie Weihnachten. Ich freue mich. Los, Trommel, hier ein Senfkristall. Nehme ich sonst mal schön zum Pinsel abstellen, Pinsel reinigen, aber das ist ein frisches Glas. Das wird jetzt frisch für euch zum Losen benutzt. So, ansonsten hoffe ich, dass mein Ton jetzt ein bisschen besser ist. Ich habe das externe Mikrofon abgeklemmt. Ich kriege bald ein neues. Das heißt, jetzt läuft es über das Handy-Mikrofon. Das dürfte ein bisschen scheppern, möglicherweise. Ihr werdet bald was Neues klanglich erleben bei mir, aber noch ist es nicht so weit. Noch muss ich hier einiges umbauen und einstellen und dann wird das alles in glasklarer, super Klangqualität kommen. So, ich habe jetzt hier 6 gleichgefaltete Zettel in der gleichen Größe und ich greife jetzt einfach mal hin. Ich gucke euch jetzt mal virtuell in die Augen. Nein, ich gucke jetzt auf mein Bildschirm über mein Handy. Ist das ein Zettel? Ja, das ist ein Zettel. So, ich habe einen Zettel gezogen. Ich habe einen Zettel gezogen und habe Petra Bernd 7149. Liebe Petra, du hast dieses wunderschöne Creepy Circus Journal gewonnen. Ja, die liebe Petra hatte mir geschrieben, tolles Journal. Ja, Ulrike, du solltest versuchen, einen YouTube-Kanal zu erstellen. Siehst du, da hast es. An deinem Hexenjournal gefällt mir ganz besonders das Format und dass es insgesamt sehr stimmig ist. Viel Platz für eigene Ideen. Liebe Grüße, Petra. Liebe Petra, mit deinem Kommentar hast du dieses schöne Journal jetzt gewonnen. Und du kriegst es zugeschickt, wenn du mir eine E-Mail schickst an Varaya Loves Paper, also wie mein Kanal, in einem Wort, @gmail.com. Wenn du mir dahin eine E-Mail schickst, dann sende ich dir dieses Journal zu. Dazu gesagt ist, sende mir diese E-Mail möglichst zügig, dann kriegst du dieses Journal noch vor meinem Urlaub. Wenn du es mir, sag mal, erst Mittwoch schickst, dann werde ich es erst nach meinem Urlaub versenden können. Deine Mails kriege ich trotzdem, nur dann bin ich woanders, wo die Journals nicht sind. Und ich wollte es ungern aus dem Ausland versenden. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich mache es aber auf jeden Fall schon versandfertig, genauso wie das Kräuterhexen-Journal für die liebe Elke. Und dann darf es auf die Reise gehen, sobald ich deine Kontaktdaten habe. Weil wenn ich die habe, per E-Mail an varayalovespaper.com, dann bekommst du das. Ich antworte auf jeden Fall auf die Mail, dass ihr wisst, dass ich eure Mail auch bekommen habe, wenn sie denn bei mir ankommt. Oh, wie schön. Wie schön, es ist verlost. Wie schade, es muss ausziehen. Was soll ich sagen? Das gute Teil ist jetzt vergeben. Vielleicht sehen wir die Elke ja auf irgendwelchen Conventions, wo sie das mal mitbringt, dass andere Leute das auch mal durchblättern und genießen können. Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen zauberhaften Bastelsonntag, sofern bei euch jetzt auch gerade Sonntag ist, oder immerhin einen zauberhaften Basteltag.
Ich gehe jetzt ja auch wieder in die Weitergestaltung. Ich habe nämlich auch wieder neue Projekte am Laufen. Und ja, sag mal, bis demnächst in diesem Kino. Thank you.